Jo, Guys! Grüß euch, servus! Und zwar heute, was Protagonisten brauchen in ihrer Beziehung. Und zwar Übersicht, wie bei jedem Video. Erstens, was sich Protagonisten erhoffen. Zweitens, was sollte der Partner in die Beziehung mitbringen? Drittens, was ist seine größte Stärke? Und viertens, welche Typen passen auch wirklich grundsätzlich gut zum Protagonisten? Genau, und da starten wir wieder rein. Und zwar, der Protagonist ist ein Typ, der in die Beziehung kommt mit einer extremen Wärme, Fürsorglichkeit und er gibt extrem viel bedingungslose Liebe. Also das macht er wirklich super. Und was er sich in einer Beziehung erhofft, ist, dass einmal Romantik vorhanden ist. Und deswegen lässt er sich oft der Zeit, sprich der Protagonist erwartet sie einfach, dass der Partner wirklich super zu ihm passt. Und wenn er aber den Respekt gefunden hat, wo er wirklich merkt, dass das auf lange Frist halten kann, sagt der Protagonist, cool. Und dann ist er tief in der Beziehung, ja, die man sich einfach sehr oft wünscht, weil der Protagonist so fürsorglich ist, weil er einfach mit so einer Güte in die Beziehung kommt und weil er das sehr, sehr ernst nimmt und wirklich langfristig was sehr Schönes machen will mit der Beziehung. Ja, wie viele Menschen ist es bei den Protagonisten auch so, dass sie sagen, ah, ja, ich hätte schon gern einen Partner, also ich möchte schon eine Beziehung haben, die mich erfüllt, wo das auch wirklich ein sehr schöner Austausch ist. Und beim Protagonisten ist es so in der Beziehung, dass er die Tiefe halt einfach extrem wichtig ist, dass da so eine Verbindung einfach herrscht zum Partner, wo man sich, wenn man so will, nicht einmal wirklich mit Worten austauschen muss, sondern einfach schon weiß, was der andere denkt, wenn man anschaut. Und das ist den Protagonisten einfach auch wirklich wichtig. Und damit er sich auch sagt, hey, das bleibt nicht nur so. Also er sagt nicht so, okay, ich bin happy mit der Beziehung, wir versteigern uns, das passt, sondern der Protagonist gibt sich mit dem Status quo einfach nicht zufrieden und möchte selbst in der Beziehung wachsen, möchte sich verbessern und er möchte es aber auch, dass der Partner das macht. Das heißt, der Partner soll sich auch wirklich verbessern, soll reflektiert in der Beziehung sein und somit einfach gegenseitig die Kommunikation, das ganze Zusammenleben, das ganze Miteinander einfach nur mehr verstärken, vertiefen, verbessern. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Part, nämlich, was erhofft sich der Protagonist in seinem Partner, was ist ihm wichtig? Und der erste Punkt, der wirklich relevant ist, ist, dass der Protagonist immer dafür sorgt, dass der Partner seinen Traum leben kann und der unterstützt ihn sehr stark beim Growth, beim Wachstum und erwartet sich das auch im Gegenzug. Der Partner muss einfach für den Protagonisten da sein, wenn es um seine Ziele im Leben geht. Wenn er sich da querstellt, das geht nicht, das funktioniert auf Dauer nicht, weil der Protagonist ganz genau weiß, wo er hingeht. Er ist sehr strukturiert mit seinen Zielen, Träumen, weiß einfach, was er will vom Leben. Und da muss der Partner mithalten, indem er ihn unterstützt. Der zweite Punkt, der jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Protagonisten keinen Smalltalk schätzen. Sprich, wenn es einfach dafür da ist, dass man dann in der Tiefe kommt, ist das super. Aber was Protagonisten wichtig finden und was sie im Partner fasziniert, sind die Träume, die Ziele, die Ideen, die spirituellen Ansichten, die Prinzipien, die der Partner leben soll, weil das fasziniert sie und das erweckt so den Abenteuerdrang und ohne dem verlieren sie richtig schnell Interesse und dann wird es eher schwierig, der Partner von einem Protagonisten zu werden, weil sie da immer sehr wählerisch sind. Und da gehen wir jetzt gleich über zum nächsten Punkt, zum dritten, weil man schon gehört um Spiritualität und das ist oft wichtig, was die Tiefe angeht. Und die Tiefe erreicht man oft einfach nur, wenn man eine gewisse Spiritualität mitbringt, weil Protagonisten fragen sich eben durch einen intuitiven Trait einfach, warum bin ich auf der Welt, was ist meine Lebensaufgabe und so weiter. Und der Protagonist möchte einfach, dass sich der Partner das auch fragt und eben Punkt 3, die Tiefe, speziell die spirituelle Tiefe, möchten sie haben. Punkt Nummer 4, der Protagonist wünscht sich vom Partner, dass er sich wirklich jeden Tag verbessert, dass er daran arbeitet, dass er wächst, dass er weiterkommt im Leben, dass er reflektiert vorgeht, um wirklich ein besseres Selbst zu kreieren. Und da kann er den anderen schon einmal pushen. Also da kann er schon ordentlich dahinter sein und vielleicht ab und zu irritieren, weil er sehr motiviert ist, was persönlicher Wachstum angeht. Wie gesagt, das sollte der Partner auf alle Fälle mitbringen. Der nächste Punkt, und das ist einer der allerwichtigsten, ist, dass Protagonisten Harmonie brauchen. Ohne Harmonie geht gar nichts und sie hassen es einfach zu streiten. Deswegen kann es auch vorkommen, dass sie
ja sehr sachte Herangehen an gewisse Gespräche. Und es ist einfach wichtig, dass man auf gut Deutsch nicht streitsüchtig ist oder Konflikte sucht, sondern man muss wissen, wie man mit dem Protagonisten kommuniziert, dass er Harmonie gewährleistet wird. Weil wenn er eben das Gefühl hat, dass er immer wieder solche Konflikte hat und emotional irgendwas hochkommt, mit dem man nicht umgeht, tut er sich sehr schwer und das belastet ihn sehr stark, weil er eben sehr stark wahrnimmt, wie andere sich fühlen. Und da ist es wichtig, dass der Partner respektvoll umgeht, sodass immer eine gewisse Harmonie herrscht und dass man zu dem Abend zumindest, wenn einmal ein Konflikt vorkommt, wieder zurückfindet, damit der Protagonist gut schlafen gehen kann. Was ihnen dann auch wichtig ist, dass man ihren Kern erkennt und dass man sieht, dass der Protagonist helfen will und seine Ehrlichkeit schätzt, sein reines Herz erschätzt und dass man versucht, ihn zu verstehen. Zum Beispiel, es kann einmal vorkommen, dass der Protagonist vielleicht ausgenutzt wird oder dass es den Anschein für den Partner hat, weil er so viel geben will einfach auch. Und dass der Partner dann nicht sagt, so quasi, ja, werde einmal gescheiter, sondern dass er wirklich versucht zu verstehen, wo kommt er her, was ist dem Protagonisten wichtig und dass er seine Gabe zu geben auch wirklich schätzt. Protagonisten brauchen gute Zuhörer und das heißt nicht, dass der Partner einfach nur so da sitzt und so nichts sagt, sondern dass man wirklich aktiv zuhört, wirklich sich einfühlt speziell und versucht die andere Perspektive zu verstehen und so damit wirklich eine Kommunikation zustande kommt. Sowas brauchen Protagonisten. Weiters ist es wichtig, dass der Partner den Protagonisten ermutigt, schwierige Entscheidungen zu treffen, die speziell gut für ihn sind, weil der Protagonist sich recht schwer damit tut, wenn es das enge Umfeld zum Beispiel angeht, gewisse Entscheidungen treffen muss einfach, die besser sind. Als Beispiel, wenn dem Protagonisten eine Person nicht gut tut und man eigentlich aber mit der Person sehr viel bereits erlebt hat, dass er dann einfach sagt, so, hey, ich verringere da den Kontakt zur Person, weil der kostet mir einfach Energie und das ist sehr schmerzhaft. Und das soll eben der Partner unterstützen und ermutigen, dass er für sich selbst einsteht. Und der letzte Punkt ist wichtig, dass der Partner speziell, ja, mit beiden Beinen im Leben steht einfach, Verantwortung übernimmt und nicht einfach vielleicht jammert oder sich so hingibt und in so einer Opferrolle ist, sondern auch wirklich mit beiden Beinen, wie gesagt, fest im Leben steht und auch Verantwortung über sein Tun übernimmt. Genau, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, nämlich was ist wirklich die größte Stärke, die der Protagonist hat? Mindreading. Das heißt, der Protagonist erkennt sofort, wenn der Partner irgendwas hat, das nicht passt, wenn es ihm irgendwie nicht gut geht, dass er sich gerade nicht gut fühlt und das ist teilweise fast schon unheimlich, weil er so genau weiß, was den Partner gerade belastet. Und da kann es dann wirklich passieren, dass der Partner sitzt, den Protagonisten nicht einmal anschaut und er ihm einfach ins Gesicht sagt, so quasi, ja du, da geht's dir jetzt nicht so gut, gell? Wenn ich dir helfen kann, immer gern. Als hätte schon ein Gespräch stattgefunden und der Partner ist dann einfach so, okay, ja, und öffnet sich dadurch auch. Protagonisten sind einfach wirklich Menschen, die sehr viel geben, nehmen sehr stark wahr, wie andere sich fühlen und kennen das Nützen, damit sie gewisse Changes, gewisse Dinge, die sich gerade verändern, erkennen und dafür sorgen, dass wieder Harmonie zurückkommt. Genau, und jetzt kommen wir zu dem letzten Thema, und zwar, wer passt jetzt so gut zum Protagonisten? Und zwar wirklich gut zum Protagonisten passt, und um das auch nochmal zu erwähnen, das ist keine allgemeine Regel, aber das ist einfach eine Richtung, wo man sagt, hey, das passt einfach grundsätzlich. Alright, wer passt also sehr gut zum Protagonisten? Und zwar der Advokat, der Protagonist selbst, der Aktivist und, wichtig, der Konsul. Genau. Und wo ist es am schwierigsten, sprich wo gibt es in der Beziehung die größten Herausforderungen, was schon sehr viel Arbeit bedarf? Das ist der Virtuose, der Unternehmer, also ISDB, ESDB, das ist der Logistiker, ISDJ und das ist der Abenteurer oder ISFB. Und wo es in der Regel auch challenging sein kann, wo aber beide sehr stark wachsen können und was auch, wenn man halt bereit ist zu wachsen, funktionieren kann, ist mit dem Logiker, ist mit dem Entertainer, also INTP, ESFB, dann mit dem Executive, ESDJ und mit dem Verteidiger oder ISFJ. Und bei wem es prickelnd ist, also wo so ein gewisser Reiz, so eine gewisse Anziehung da ist, ist speziell mit den Architekten, Commander, mit Evadierer und mit dem Mediator. Das war's auch schon. Das war's schon. Deswegen, wenn du selber Erfahrungen gemacht hast, kommentier unten unbedingt, wie es ist bei dir oder bei deinen Freunden. Und wir freuen uns aufs nächste Video, wo du dann hoffentlich wieder mit dabei bist. Schönen Tag und bis bald. Wir hören uns. Ciao.